Liebe Zuschauer, woher sollte es auch Jennifer Hart wissen, dass sich unter dem Kleingeld, das sie von einer blinden Blumenfrau zurückerhält, eine überaus wertvolle alte Münze befindet? Gangster verfolgen sie daraufhin und versuchen ihr, diese Kostbarkeit abzujagen. Doch das ist nur der Anfang unserer heutigen Geschichte. Allerdings lassen sich die Harts nicht so einfach die Butter vom Brot nehmen und schon gar nicht eine Münze aus dem Portemonnaie. Das ist mein Boss, Jonathan Hart, ein Selfmade-Millionär. Der hat Nerven. Das ist Mrs. Hart, eine traumhafte Frau. Einfach toll. Übrigens, ich heiße Max. Ich kümmere mich um die beiden. Und das ist gar nicht so einfach. Denn ihr Hobby ist mörderisch. Neuer Wecker oder die Entscheidungsschlacht bei Hammerfest? Hm? Nein, die Zimmerleute bauen die Pergola, vergeben Sie mir den Krach, aber die nehmen 60 Mäuse die Stunde. Da kann ich nicht warten, bis sie selbst wach werden. Ja, ja, schon gut, Max. Kann ich einen Kaffee haben? Die Zimmerleute haben den letzten getrunken. Ich mache Ihnen neuen. Nein, meine Bauchspeicheldrüse braucht sowieso Erholung. Ach, ist der Dollar wieder abgewertet worden? Ach nein, Max hat nur sein Sparschwein abgemurkst. Will er die Pergola bezahlen? Ich fürchte, nein. Stellen Sie sich das mal vor, es war voll. Das haben Sie doch von uns erst zu Weihnachten bekommen. Das ist der kleine Eber. Als nächstes werden Sie noch Ihrem Gummierpel das Lebenslicht ausblasen. Ist das nicht fabelhaft, wie viel Max in den paar Monaten gespart hat? Ja, aber dem Schwein kannst du mir keine Zinsen bringen. Möchten Sie es vielleicht mündelsicher für Ihre Rente anlegen? Nein, ich möchte heute alles auf Engelsfüßchen im dritten Rennen setzen. Tja, wie das alte Sprichwort so sagt, wenn's dem Esel zu warm wird, geht er aufs Eis. Wer hat denn die Münze da reingesteckt? Da ist ja ein Indianerkopf drauf. Hm. Tja, Sie haben Glück, Max. Damit können Sie Ihre Außenseiterwetten finanzieren. Ist sie denn so wertvoll? Ganz bestimmt mehr als ein Penny. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich werde Sie mitnehmen in mein Büro und werde Sie Walter Hempel zeigen. Der wird Sie gratis schätzen. Versteht er denn was von Münzen? Mr. Numismatik persönlich. Liebling? Mhm. Ich muss gehen. Ich komme nachher mal ins Büro. Ach ja. Ich lade dich zum Essen ein. Vielen Dank. Ich verehre dich. Max, ich rufe Sie an und sage Ihnen, wie reich Sie sind. Bis dann. Akzeptieren Sie jedes akzeptable Angebot, aber keine Schecks. Vielleicht finden wir noch mehr davon, Max. Ja, mal sehen, Mrs. Hart. Glaubst du vielleicht, die warten auf uns und wir können da einfach reinspazieren? Die haben eine Alarmanlage. Wir würden sicher nicht weit kommen. Und das, was wir suchen, würdest du nicht finden, auch wenn du dagegen allergisch wirst. Der Smog bringt mich noch um. Gute Besserung. Hey, da kommt ein Taxi. Ist er das? Ja, großartig. Jetzt haben wir eine goldene Zukunft vor uns. Walter! Tag, Jonathan, wie geht's? Danke, gut. Ich wollte Sie heute sowieso mal besuchen. Und warum? Sie kennen doch meinen Freund Max. Ja. Und Maxchen hat diesen alten Schatz hier gefunden. Ein Indianerkopf. Mhm. Wer am meisten bietet, der kann ihn haben.
Mein gefiederter Freund hat es fertiggebracht, wertvoller zu werden, trotz aller vergangener Wirtschaftskrisen. Ach, Sie meinen, ich sollte jetzt sofort einen Panzerwagen kommen lassen? Ich nehme ihn mit in mein Büro. Dort lege ich das Köpfchen mal unter die Lupe. Mhm. Das Datum ist wichtig und auch der Zustand. Mhm. Darauf kommt's an. Guten Morgen, Mr. Hart. Mr. Hempel. Guten Morgen, Hannah. Wie geht es Ihnen? Ich kann mich nicht beklagen. Eigentlich haben Sie Grund dazu. Ich werde mal so ein Sträußchen hier mitnehmen. Für meine Nichte. Sie kommt heute aus Europa. Sie meinen Laura, nicht wahr? Ja. Studiert sie noch? Sie hat das Magisterexamen gemacht. An der Sorbonne. Ich bin sehr stolz auf sie. Das kann ich mir vorstellen. Sie wird eine große Hilfe für mich sein. Nein, nein, Mr. Hart, so nicht. Das kommt nicht in Frage. Also nehmen Sie ein, bitte. Ich wüsste nicht, für wen, Hannah. Im Büro ist heute leider nur Stanley. Na gut, dann nehmen Sie für ihn ein Sträußchen mit. Er wirkt farbiger, wenn er etwas Buntes geschenkt kriegt. Was würde denn zu einem Nadelstreifenanzug passen? Pass gut auf Sie auf, Rob. Schönen Tag noch, Hannah. Ja, bitte. Guten Morgen. Kann ich Ihnen helfen, Gentlemen? Ich hoffe. Wir sind Sammler. Ja, Sammler. Haben Sie an etwas Bestimmtes gedacht? Ja, wir möchten etwas sehr Altes und Seltenes. Ein Unikat. Haben Sie vielleicht irgendwas Italienisches? Ja. Wie wäre es mit dem Bellezza-Kelch? Den Bellezza-Kelch? Schon hat's bei Ihnen geklingelt. Ja, natürlich. Die Münze ist sehr alt. Aber ich kenne niemanden, der diese Münze jemals irgendwo gesehen hat. Nein. Wie wär's denn, wenn Sie sie uns mal zeigen? Ja, dann werden Sie jemanden kennen, der die Münze gesehen hat. Hören Sie, wir wollen hier nicht alles durcheinander bringen. Aber ich weiß, sie ist hier. Also, wenn Sie sich jetzt eine Menge Ärger ersparen wollen, sagen Sie uns, wo sie ist. Durchsuch ihn. Nein, bitte nicht. Ach, hör auf zu jammern. Oh, was haben wir denn hier? Ich habe mein Leben lang darauf gewartet. Nehmen Sie sie nicht, bitte. Oh. Unser Goldschätzchen. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ich habe ihm nur einen Klaps gegeben. Putz dir die Nase. Kommen Sie, meine Damen, gehen Sie bitte wieder ins Gebäude zurück. Vielen Dank. Nein, vielen Dank, meine Sie, Damen. Gehen Sie wieder zurück. Gehen bitte Sie gehen Sie wieder zurück. Bitte. Bitte haben Sie Verständnis nein, dafür. Nein, einen Moment, bitte gehen Sie wieder zurück. Bitte. Vielen Dank. Nein, keine Angst, meine Damen, es kommen ist alles Sie, in Ordnung. Kommen Sie, bitte gehen Sie bitte. Wieder ins Gebäude zurück. Bitte gehen Sie wieder ins Gebäude Dank. Zurück. Danke, meine Damen. Danke, hier nehmen Sie eine Blume. Was ist denn passiert? Wahrscheinlich ein Überfall. Tut mir leid. Gehen Sie wieder zurück, bitte.
Tag, Hannah. Guten Tag, Mrs. Hart. Was ist denn hier los? Ich habe den Alarm gehört und ein Mann sagte, es geht um Raubüberfall. Es muss jemand verletzt worden sein. Den Krankenwagen habe ich gehört, aber sonst weiß ich nichts. Ist der Täter festgenommen worden? Das hoffe ich jedenfalls, Mrs. Hart. Ich weiß wirklich nicht mehr, was heutzutage mit den Menschen los ist. Ja, ich gehe mal rauf zu meinem Mann. Wenn ich was erfahre, sage ich es ihm. Nehmen Sie Ihr Wechselgeld, Mrs. Hart. Ach, Hannah. Nein. Ich bestehe darauf. Na gut. Es stimmt hoffentlich. Ich vertraue Ihnen. Danke, Mrs. Hart. Es ist schön, Sie wiederzusehen, Hannah. Danke. Ich habe ihn gestern Abend angerufen und gebeten, heute Morgen herzukommen. Ich habe einen Kunden erwartet. Irgendwie fühle ich mich schuldig. Sie sollten sich keine Vorwürfe machen, Alan. Sie können nichts dafür. Jonathan, ist das Walter? Ich muss leider ja sagen, Liebling. Das ist Alan Chambers, Walters Partner. Das ist meine Frau Jennifer. Das tut mir leid für Sie. Danke. Glauben Sie, es war ein Raubüberfall? Es sieht so aus, aber es wurde nichts gestohlen. Die Polizei glaubt, wenn er nicht überfallen wurde, dann war es vielleicht ein Herzschlag. Was soll ich bloß Laura erzählen? Sie kommt heute Abend zurück. Laura ist Walters Nichte. Sie war zum Studium in Europa. Wenn Sie irgendetwas brauchen, Alan, dann rufen Sie uns ruhig an. Danke. Was ist das denn? Ja, das muss vom Tisch gefallen sein. Das ist nur ein Geschenk, Edwin, für eine Münze. Nochmals vielen Dank für alles, Jonathan und Mrs. Hart. Wiedersehen. Da sind wir wieder. Ah, Sie sind's. Möchten Sie noch eine Blume kaufen? Nein, eigentlich nicht. Oh, Gesundheit, Mister. Etwas Vitamin C würde Ihnen bestimmt helfen. Oh ja, danke. Wissen Sie, ich glaube, ich habe Ihnen aus Versehen meine Glücksmünze gegeben. Ach ja, ist Ihre Münze so groß wie 25 Cent? Ja, das ist sie. Sie bedeutet sehr viel für mich. Ich bin gern bereit, Ihnen eine Belohnung dafür zu geben. Sie fühlte sich irgendwie merkwürdig an. Ich habe sie vorhin weitergegeben an Mrs. Hart. Mrs. Hart? Es tut mir leid, dass ich sie ihr gegeben habe, Sir. Wer ist das denn? Kommt sie öfter her? Oh ja, ihrem Mann gehört das Gebäude. Sie ist eine hübsche Frau und hat eine schöne Stimme. Ich bin sicher, dass Sie Ihre Münze zurückkriegen. Davon bin ich überzeugt, Madame. Es tut mir wirklich furchtbar leid, Sir. Ich weiß, wie wichtig Glücksmünzen sind. Ja, danke. Ich glaube, Mrs. Hart bringt Sie bestimmt kein Glück. Liebling, ich glaube, man muss sich erst dran gewöhnen. Was meinst du? Die Pergola. Wie gefällt sie dir? Naja, sie ist interessant. Im Prospekt sah sie einfach traumhaft aus. Vielleicht wäre es ihm Efeu lieber, wenn er sie gerne in Prospekten hochhauen könnte. Na komm, geh runter da. Wenn sie uns so nicht gefällt, können wir sie ja noch umbauen. Am besten, wir geben sie für irgendwas in Zahlung. Danke, Max. Sagen Sie mal, Max, wo sind denn die Zimmerleute heute Morgen? Ah, jetzt weiß ich, was ich vermisse. Die Zimmerleute. Ich hab's vergessen, Ihnen zu sagen. Die haben vorhin angerufen, die müssen heute Morgen erst woanders zimmern. Steht da irgendwas drin über Walter Hempel? Ja, aber nur, dass es anscheinend kein Motiv gibt und dass aus seinem Büro nichts gestohlen wurde. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, Mr. Hart, können Sie rausfinden, was mit meinem Indianerkopf ist? Natürlich, Max. Ich frage Alan Chambers, wenn sich alles ein bisschen beruhigt hat. Einverstanden. Ich kann warten mit dem Abräumen meiner Beute. Ich gehe heute Nachmittag mit Margot essen. Und? Sie hat die Druckfahnen meines Buches gelesen. Sie findet's wundervoll. Warum auch nicht? Ich find's fantastisch. Ach, Schatz, du bist und bleibst mein charmantester Fan. Max? Ja, Mrs. Hart? Denken Sie bitte dran, ich esse heute Mittag bei Matthew Sardi. Ich bin heute Mittag sowieso in der Gegend, weil ich da was besorgen muss. Sehr schön. Mr. Hart, verzeihen Sie, können Sie mir ein bisschen Kleingeld geben für die Parkuhr? Nein, Max, ich bin blank. Ah, das kennt man schon. Kann es sein, dass auf der Rennbahn irgendwas ein bisschen schiefgelaufen ist? Ein bisschen? Was ist denn passiert? Engelsfüßchen war leider etwas flügellahm. Ich habe ein paar Münzen. Da drüben liegt meine Tasche. Danke. Wenigstens ein Mitglied der Familie hat noch ein paar Pennies. Mhm.
Weißt du, Liebling, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn wir mal bei Walters Nichte vorbeifahren würden, um ihr unser Beileid auszusprechen. Ja, natürlich. Es muss furchtbar sein, wenn man bei der Rückkehr sowas erfährt. Ja, allerdings. Ich muss weg, Liebling. Ja, ich bring dich zum Wagen. Ich weiß. Ich verstehe das einfach nicht. Was ist der Grund, wenn nichts gestohlen wurde? Laura, das stimmt nicht. Die haben was gestohlen. Aber du hast doch gesagt, ja, dass... Ja, ich weiß, das musste ich. Alan, wovon sprichst du? Dein Onkel und ich, wir haben vor kurzem etwas sehr Kostbares gekauft. Eine Münze? Du weißt doch, er wollte schon immer etwas haben. Irgendwas besitzen, was niemand sonst hat. Einen Schatz. Etwas Einmaliges. Ja, das weiß ich. Gut. Vor einiger Zeit hat man uns eine Münze angeboten und Walter musste sie einfach haben. Wir mussten sogar Schulden machen, um die Münze kaufen zu können, denn der Preis war beinahe $400,000. Und die wurde gestohlen? Ja. Warum erzählst du das nicht der Polizei? Weil... Ich verstehe. Sie war gestohlen. Nicht unbedingt, Laura. Es ist der Beletzerkelch. Der Beletzerkelch? Ich dachte, die wäre verschwunden. Das dachten wir beide auch, aber dann tauchte eines Tages bei uns ein Mann aus Belgien auf und sagte, er könnte sie uns besorgen. Und jetzt ist sie wieder verschwunden? Ja. Und das bedeutet für dich Bankrott? Wir könnten von vorne anfangen. Ich habe gute Kontakte und Geldgeber, Laura. Wir können das schaffen. Wir? Ja, dein Onkel wollte dich schon immer am Geschäft beteiligen. Ich weiß, Ellen, aber ich verstehe davon überhaupt nichts. Ja, aber wenn du damit einverstanden wärst, würde ich mich darum kümmern. Du weißt doch, wie sehr ich dich mag, Laura. Was redest du denn da, Ellen? Naja, ich meine, seit du Weihnachten hier warst, habe ich gedacht, dass wir uns beide... Dass wir uns gut verstehen. Ich weiß nicht, was ich dir antworten soll, aber ich fühle mich in Paris sehr wohl. Und ich möchte da bleiben, Ellen. Na gut, ich liebe Paris. Wir könnten in Paris heiraten und dann machen wir da unser Geschäft auf. Und in unserem Gesellschaftervertrag könnten wir sogar dieselben Namen behalten. Ich dachte schon, die kommt da überhaupt nicht mehr raus. Warum sind wir nicht reingegangen? Wir hätten ein paar Stunden Zeit sparen können. Ja, aber so sind uns ein paar Leichen erspart geblieben. Du musst ein bisschen ruhiger werden, Bob. Erst denken, dann handeln. Also nimm dich zusammen, wenn wir die Bekanntschaft von Mrs. Hart machen. Nein, nicht bewegen. Echt? Ist aber Ihre eigene Schuld. Mir ist nichts passiert. Sollen wir Sie nicht lieber ins Krankenhaus bringen? Nein. Ich glaube, das wäre besser. Sie haben ja ganz rote Augen. Ach, die habe ich nur, weil ich allergisch gegen Straßenstaub bin. Nein, stehen Sie nicht auf. Bleiben Sie lieber sitzen. Ach was, ich habe nicht mal einen Kratzer. Wollen Sie wirklich nicht ins Krankenhaus? Nein, Ma'am, mir ist nichts passiert. Als ich noch Football gespielt habe, sah ich manchmal viel schlimmer aus, wirklich. Das mag ja sein, aber vielleicht... Also, Sie wollen ganz bestimmt nicht ins Krankenhaus. Warum denn? Mir ist nichts passiert. Der ist uns direkt reingelaufen. Gott sei Dank, dass wir nicht so schnell gefahren sind. Der hat's aber auf einmal verdammt eilig. Ach, in der Tasche ist nicht mal ein Cent, Weiber. Verdammt nochmal, fahr schneller, sonst ist sie weg. Willst du fahren? Ich bin überzeugt davon, dass es arrangiert war. Ein Mann läuft in den Wagen und der andere hat meine Tasche genommen. Ist da viel Geld drin gewesen?
Nein, überhaupt nichts. Hauptsächlich ihre Kreditkarten und was sonst noch schwer ersetzbar ist. Oh, wie furchtbar. Aber dir geht's gut. Ja, danke. Unglaublich, auf welche Tricks manche Autoren kommen, nur weil sie ihr Essen nicht selbst bezahlen wollen, nicht wahr? Och, Margot. Kommen wir zur Sache. Hier sind sie, deine Druckfahnen. Ich habe zwar einige kluge Anmerkungen gemacht, aber es ist wirklich sensationell. Wirklich? Mhm. Das meinst du ehrlich? Mhm. Wie hast du die Leute bloß dazu gebracht, so offen über sich selbst zu sprechen? Das ist der Fall. Sie werden am Telefon verlangt. Entschuldige mich. Jennifer, ich komme sowieso schon zu spät. Rufst du mich im Büro an? Ja, Margot. Bis wiedersehen. Bald. Hallo? 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 Ich hätte gern die Bellezza, bitte. Was sind denn das für Nudeln? Werden Sie nicht komisch. Wir sprechen über den Bellezza-Kelch. Geben Sie mir sofort die Münze. Wenn Sie Geld brauchen, sollten Sie eine Bank überfallen. Jetzt reicht's aber. Darüber reden wir draußen weiter. Da angedreht. Ihre Rechtslage möchten Sie doch bestimmt verbessern, hm? Ja. Officer, sehen Sie mal, haben Sie sowas schon mal gesehen? Sehr hübsch, aber hier ist was abgelaufen. Sieht aus wie ein Wanderpokal. Mhm. Stehen bleiben! Oh, guten Tag, Officer. Sie haben was fallen lassen, Madame. Ach, das macht nichts, das brauche ich nicht. Ich kann Sie deshalb wegen Umweltverschmutzung gebührenpflichtig verwarnen. Ach, wirklich? Mhm. Verzeihen Sie, Officer, wir werden es wieder aufheben. Es tut mir sehr leid. Nein, nein, mir tut es überhaupt nicht leid. Sie lassen mir keine andere Wahl. Oh, also bitte, Officer, ich glaube, dass Sie Ihre Pflicht tun müssen. Officer, sie ist leider etwas, aber wir haben sie unter Kontrolle. Oh nein, nein, glauben Sie ihm nicht, Officer. Wissen Sie, das überkommt mich manchmal, Officer. Ich bin ein Schmutzfink. Das kostet Sie was. Sehr schön, ich heiße Jennifer Hart, H-A-R-T. Ach, möchten Sie beide nicht schon vorgehen? Ich werde gleich nachkommen. Willow Pond Lane. Und sehen Sie den Mann da an der Parkuhr? Kommen Sie mal mit, Officer. Dieser Herr hier ist mein Fahrer. Max. Sehen Sie mal, was ich in meiner Tasche gefunden habe. Wundervoll. Na, ich habe doch den Wecker gerade bemüht. Ich erkläre es Ihnen später, Max. Wenn Sie das auch wegwerfen, wird's teuer. Herzlichen Dank, Officer. Kommen Sie. Alles klar, sie hat ihr Zettelchen. Und jetzt möchten wir sicher aufräumen. Ich schwöre dir, Friedwart, du wirst es bestimmt nicht bereuen. Ja, es ist eingespartes und du hast es dir sauer verdient. Und wir wollten dir einen Pullover dafür kaufen. Ach komm, hör auf zu jammern. Du benimmst dich wirklich wie ein Kind. Ah. Hör mal zu, Kleiner. In dem Ding kann ein 1909 S-Benny geprägt in San Francisco rumliegen. Dafür können wir dir eine eigene Pulloverfabrik kaufen. Es ist doch sowieso bald Sommer. Du brauchst gar keinen Pullover. Ja, hau ab, geh ruhig petzen. Du willst deinen Anteil von der Beute haben, aber du willst keine Opfer bringen. Nichts dabei, alles Nieten. Warum bringst du mir meine Brieftasche? Ja, ich habe deine Bank überfallen. Ich kaufe dir eine neue. Hier. Hier. Na gut. Kriegst noch einen Fünfer dazu. Gib mir einen französischen Pudel essen. Der Kleine ist ein knallharter Geschäftsmann.
Wundervoll. Ja. Und wie ist sie in die Handtasche ihrer Frau gekommen? Ich weiß nicht. Glaubst du, das hat irgendwas zu tun mit Walter Hempel? Davon bin ich überzeugt. Aber die haben noch nichts vermisst? Das hat Alan Chambers gesagt. Kannst du lesen, was da drauf steht? Ja, das ist eine Jahreszahl und etwas Lateinisches. Ich habe doch in dem Büro diese Schachtel gefunden. Du meinst das Geschenketui? Ja. Diese kleine Münze würde doch wundervoll da reinpassen. Ich würde gern wissen, warum Alan Chambers nicht darüber gesprochen hat. Fragen wir ihn doch mal. Nein, fahren wir erst mal zu Laura. Wir schulden ihr noch einen Kondolenzbesuch. Vielleicht erfahren wir von ihr etwas über Alan Chambers. Ich hole meine Jacke. Was glauben Sie, was sie wert ist? Mehr als ein Indianerkopf? Das müssen Sie selbst rausfinden, Max. Soll ich zu einem anderen Händler gehen? Nein, ich glaube, es ist besser, wenn die Händler nichts davon erfahren. Aber dieser Mann weiß bestimmt auch, was das für eine Münze ist. Ganz wie Sie wünschen. Und Max, passen Sie auf sie auf. Ja, ich weiß, Mr. Hart. Ich soll sie nicht auf Engelsfüßchen setzen. Ich glaube, er hat gesagt, sie heißt Balenza-Kelch oder irgendwie so ähnlich. Balenza. Sie kennen sie? Das ist eine sehr berühmte Münze. Ich kenne niemanden, der sie jemals gesehen hat. Und Ihr Onkel hatte sie? Ja, er und Alan, sein Partner. Ich habe es heute Morgen von ihm erfahren. Danke. Er hätte doch auch mit der Polizei darüber sprechen müssen. Ich glaube, er und mein Onkel haben die Münze unter mysteriösen Umständen erworben. Gestohlen? Alan sagte nein. Hat er einen Verdacht, wer Ihren Onkel überfallen haben könnte? Nein, aber die Münze ist etwas Besonderes in der Welt der Numismatik. Ich nehme an, es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand deswegen einen Mord begeht. Ein Moment bitte. Guten Tag, Laura. Tag. Wie geht's? Gut, danke. Tag, Jonathan. Guten Tag, Alan. Mrs. Hart. Alan. Den ganzen Vormittag habe ich mit der Polizei gesprochen. Haben Sie denen auch etwas gesagt von Ihrem Balenza-Kelch? Ich habe es ihnen gesagt. Warum haben Sie es der Polizei nicht gesagt? Ich will Ihnen keinen Vorwurf machen, aber wenn die Polizei wüsste, wo die Münze hergekommen ist, könnte sie vielleicht den Mörder finden. Aber ja, ich hätte es Ihnen sagen müssen. War sie gestohlen? Nein. Aber wenn eine Münze ein paar Jahre verschwunden war, dann weiß man nie so genau, wem sie gehört. Walter wollte sie unbedingt haben. Für mich war es ein ganz normales Geschäft. Ich kaufe eine Münze und verkaufe sie dann weiter mit Profit. Aber Walter war von dieser Münze besessen. Deshalb wollte er sie behalten? Ja, aber ich hatte immerhin auch 200.000 Dollar dafür aufgebracht. Wo haben Sie die Münze herbekommen? Walter hat das arrangiert über einen europäischen Händler. Und wo hatte der sie her? Ich weiß nicht, ich wollte es auch nicht wissen. Haben Sie einen Verdacht, wer sie haben wollte? Die, die sie haben wollten, haben sie jetzt. Nein, wir haben sie. Was? Ich weiß nicht, woher wir sie haben, aber wir haben sie. Und jemand macht uns die Hölle heiß, weil er sie haben möchte. Haben Sie sie hier? Nein, habe ich nicht. Könnten Sie sie holen? Ja, das könnte ich. Aber es wäre nicht gut, wenn Sie sie haben. Ich glaube, es klebt schon genug Blut an diesem Kelch. Und wenn jemand noch mehr Blut vergießen möchte, dann sollten wir sie lieber behalten. Verzeihen Sie bitte, Signore. Ich habe eben den Herrn gebeten, mir zu vergeben, dass ich so etwas Schönes begehre. Ich habe sie nie zuvor gesehen, aber ihre Schwestern habe ich oft betrachtet. Es gibt noch mehr davon. Oh, sie, einen ganzen Satz. Geprägt wurden sie vom Prinz Giovanni del Norte. Sie sind ein Beweis gewesen für seine Liebe zu einer Prinzessin. Ein hübsches Beweismittel.
Warten Sie mal, das war 1632. Wissen Sie, die Prinzessin hatte ihn seine fünf Sinne beraubt. Und deshalb hatte Prinz Giovanni sein Leben verbracht im Gedenken an die fünf Sinne. Der Kelch hier symbolisierte den Geschmackssinn und ist wahrscheinlich die berühmteste Münze. Schon weil sie über 200 Jahre verschwunden war. Wo sind die anderen geblieben? Die sind im Vatikanischen Museum. Ach ja, wissen Sie, in der Vitrine, in der die vier anderen liegen, ist auch für diese hier Platz. Den hat man reserviert in der Hoffnung, dass sie wieder auftauchen würde. Ach, so was Ähnliches wie das Extragedeck für Elias. Ja, das könnte man durchaus sagen, Max. Aber Mr. Hart ist nicht der Besitzer der Münze, sonst würde er sie Ihnen bestimmt stiften. Das weiß ich. Wenn Sie hören, dass jemand diese Münze verkaufen will, wäre das Vatikanische Museum für einen Hinweis sicher sehr dankbar. Sie werden es als Erster erfahren, Vater. Grazie, grazie. Wenden Sie sich an den stellvertretenden Kurator, Monsignor Bellacqua. Bellacqua, bezauberndes Wässerchen. Si, parla italiano, eh? Hühnchen cacciatore ist das Beste, was ich drauf habe. Buono, buono. Nun wissen Sie es, Mr. Hart, die Münze gehört zu den anderen vier Sinnen ins Vatikanische Museum. Und dieser Vater hier ist euer Münzwürden, mit dem Sie darüber sprechen müssen. Ja, danke, Max. Wenn ich darf, Mr. Hart, dann schlüpfe ich jetzt schnell in was Bequemeres. Liebling? Mhm. Ist das nicht eine zauberhafte Idee? Die fünf Sinne. Das ist so romantisch. Stell dir mal vor, da liebt ein Prinz eine Prinzessin so sehr, dass er ein Kunstwerk anfertigen lässt, um dieser Liebe ein Denkmal zu setzen. Jeden Tag von morgens bis abends gedenke ich deiner fünf Sinne. Ah ja? Mhm. Doch das tue ich nur mit meinem Herzen und nicht mit Gold. Oh. Und welcher meiner fünf Sinne ist dir der Liebste? Der Liebste? Das ist kaum zu beantworten. Dich zu sehen und dich zu hören ist himmlisch. Ist das lieb von dir. Und dich zu berühren. Aha. Ist der Himmel auf Erden. Das sind unsere Zimmerleute. Ich werde lieber mal nachsehen, ob sie auch alles richtig machen. Nein, Liebling, Moment mal. Und was ist jetzt mit den Sinnen? Den fünf Sinnen, denen wir regelmäßig Opfer bringen müssen, Liebste? Weißt du was? Mhm. Du rufst den Vatikan an und ich gehe zu den Zimmerleuten. Aber dann werden wir bestimmt den Sinnen huldigen. Ich hätte nie gedacht, dass du Zimmerleute lieber hast als mich. Ich komme wieder. Ach, das sieht ja fabelhaft aus. So gefällt es mir schon erheblich besser. Ja, so sieht es wirklich viel besser aus. Sehr gut. Warum sind Ihre Kollegen nicht gekommen? Die sind beide krank geworden. Ach, wirklich? Mhm. Was haben die beiden denn, die... Nein! Nein, nein! Jonathan! Jonathan! Hilfe! Jonathan! Jonathan, pass auf! Was ist denn da draußen los? Komm. Hat's wieder wehgetan, Liebling? Nein, nicht mehr als sonst. Gute Zimmerleute können das wieder reparieren, hä? Das waren nicht unsere Zimmerleute, das waren die Männer aus dem Restaurant. Es wäre besser gewesen, wenn sie da geblieben wären. Ich habe den echten Zimmerleuten ein paar Sachen geliehen, damit sie nach Hause fahren können. Oh. Oh Gott, werden die jemals wiederkommen und die Pergola fertig machen? Weil ich die Pergola umgebaut haben wollte, wurden sie überfallen. Die kommen bestimmt wieder, Mrs. Hart. Die haben sich sogar geschämt, weil sie die falschen Zimmerleute reingelassen haben. Hm. Liebling, sollten wir die Münze nicht endlich der Polizei geben? Nein, ich möchte erst noch mal etwas versuchen. Ja, hier war Hart. Wer ist denn da?
Der Mann sagt, er möchte von Ihnen gern ein bisschen was für einen Klingelbeutel. Ihre Lieblingskirche scheint das aber nicht zu sein. Hier ist Jonathan Hart. Mr. Hart, ich hoffe, wir sind nicht zu hart mit Ihnen umgegangen. Nein, Sie waren verhältnismäßig unaufdringlich. Was wollen Sie? Ich glaube, ich habe eine Lösung für dieses Dilemma. Wirklich? Und welche? Einen Tausch. Was, wogegen? Sie dürfen sich gern mit unserem Angebot unterhalten. Mr. Hart, hier ist Laura Hempel. Laura? Laura, wo sind Sie? Die wollen die Münze von Ihnen, sonst werden Sie mich umbringen. Sehen Sie, Mr. Hart, das ist eine sehr einfache Lösung. Sie bringen uns die Münze und dafür kriegen Sie von uns eine lebende Laura. Wo? Am Karussell, im Park, morgen früh um 6. Und Mr. Hart, bitte, bitte, keine Begleitung. Wird er kommen? Er hat keine andere Wahl. Ich will nicht, dass nochmal jemandem was passiert. Haben Sie verstanden? Ja, natürlich. Ich will endlich diese Münze haben. Wissen Sie, Miss Hempel, das hat uns ein bisschen mehr Zeit gekostet, als geplant war. Ja, und mich außerdem meinen Onkel. Aber das war ein Unfall. Sie bleiben also dabei. Es war ein bedauerlicher Unfall. Ich gehe davon aus, dass Sie das endlich glauben und keinen Fehler machen. Was ich mache, geht Sie wohl kaum was an, Rawlins. Aber natürlich. Sie sind jetzt eine ganz besondere Kundin für mich. Dadurch hat sich mein persönliches Risiko erhöht. Das haben Sie Ihrer eigenen Dummheit zu verdanken, Rawlins. Na, na, Miss Hempel, seien Sie vernünftig. Weil Sie von diesem Moment an von meinem guten Willen abhängig sein werden. Also seien Sie bitte etwas freundlicher zu mir. Also gut. Ich gebe Ihnen eine Prämie, wenn alles vorbei ist. So gefallen Sie mir schon besser. Von jetzt an werden wir, glaube ich, fabelhaft miteinander auskommen. Nicht wahr, Laura? Gut, aber ich habe den einzigen zuverlässigen Käufer für die Münze. Ja, Sie können sich auf mich verlassen. Guten Tag. Guten Tag, Mrs. Hart. Wie geht's? Sehr gut, danke. Jonathan telefoniert immer noch mit Monsignore ja. Bellacqua. Dürfte ich jetzt vielleicht den Bellezza Kelch sehen? Natürlich, wir haben sie hier. Ach. Ja, ja. Selbstverständlich. Ja, nehmen gut. Sie Platz, bitte. Ich danke Ihnen vielmals, Monsignore. Selbstverständlich. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ja, Sir. Grazie. Jonathan. Tag, Alan. Schön, dass Sie hier sind. Der gute Monsignore hat mir was Interessantes erzählt. Wirklich? Was? Allem Anschein nach hat sie den Kauf vermittelt und alles organisiert. Verzeihen Sie bitte, wer ist sie? Laura. Wer? Laura Hempel. Laura? Das verstehe ich nicht. Sie hat für Walter in Europa gearbeitet. Stimmt, sie hat hin und wieder Münzen für uns gekauft, aber die Bellezza? Das hätte Walter mir doch sicher gesagt. Ich nehme an, sie hat gewusst, dass die Münze zu haben war und dass ihr Onkel sie kaufen würde. Und sie wusste auch, dass das Vatikanische Museum daran interessiert sein würde. Sie meinen, sie hatte vor, sie zweimal zu verkaufen? Nach dem, was der Monsignore sagte, hat sie ihm eine Geschichte erzählt, dass der Verkäufer sich nicht entschließen könne, sie wegzugeben. Jetzt bezahlen wir für sie Lösegeld, damit sie ihre eigene Münze wiederkriegt. Ja, und fürs doppelte Geld. Ich verstehe das nicht. Ich habe ihr doch gesagt, wir beide sollten zusammenbleiben und bald heiraten. Das tut mir leid, Alan. Ich weiß, die Münze gehört Ihnen. Aber dürften wir sie vielleicht noch ein bisschen behalten, Alan? Wenn Sie unbedingt wollen. Aber passen Sie auf, dass aus dem Bellezza Kelch nicht ein Schierlingsbecher wird. Liebling, wenn alles wie geplant geklappt hat, läute ich mit der Glocke vom Karussell.
Ja, aber pass auf, dass du vorher nicht runterfällst. Ich gebe dir 5 Minuten. Dann werde ich sofort Verstärkung kommen lassen. Ich hoffe, ihr Leben steht ja auf dem Spiel. Hast du ihn? Bob! Er schläft ein bisschen. Sie sollten nichts tun, was Ihnen leid tun könnte, Mr. Hart. Da suchen Sie mich? Ich werde nicht zögern, Laura zu erschießen. Ja, das glaube ich Ihnen. Los, kommen Sie raus da! Hier vorn sehe ich Sie besser. Wenn Sie kurzsichtig sind, sollten Sie zum Augenarzt gehen. Wo ist die Münze? Aufheben! Aufheben! $0.25. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Noch so ein mieser Trick und ich erschieße Sie, verstanden? Ich glaube, Ihr Leben ist mindestens 50 Cent wert. Ich gebe Ihnen 5 Sekunden, Hart, dann habe ich die Münze. 1, 2, 3, 4, 5. Sind Sie wahnsinnig? Ich erschieße Sie! Gut, erschießen Sie sie. Was? Dann wird der Staat die nächsten 20 Jahre nicht für Sie sorgen müssen. Mr. Hart, ich wollte nicht, dass mein Onkel ermordet wird. Sicher nicht. Sie wollten Ihrem Onkel nur etwas stehlen, Miss Hempel. Los, rüber da! Und bleiben Sie da stehen! Schon wieder wehgetan? Nein, diesmal nicht. Mir ist nur ein bisschen schwindelig. Es tut mir leid, Mr. Hart. Das war sehr nett von Ihnen, dass Sie das angestellt haben. Danke. Ich habe nie gewollt, dass jemandem was passiert. Ich wollte nur das Geld haben, um frei zu sein. Jetzt brauchen Sie kein Geld mehr. Da, wo Sie hinkommen, ist alles umsonst. Wie lange wollen denn die da noch hängen? Auch nur noch ein paar Tage.
Ich habe nämlich eine völlig neue Idee gehabt. Liebling, sag es mir nicht. Überrasch mich, ja? Morgen, die Herrschaften. Ja. Morgen, Max. Morgen, Max. Was ist das denn? Einen Moment, das ist sehr wichtig. Vielleicht hier. Na bitte, wie finden Sie's? Die Größe oder die Farbe? Ich suche immer noch den besten Platz für das Schweinchen, damit Sie es auch auf jeden Fall bemerken. Oh, ich glaube, auf dem Tisch hier ist es kaum zu übersehen. Für den Indianerkopf habe ich 75 Mäuse kassiert. Das ist sehr gut, Mann. Was denn gut? Das ist fantastisch. Ich werde mein Leben ändern und Kleingeld sammeln. Ich setze nie mehr auf Klepper, ich setze nur noch auf Sparschwein. War das mit dem Indianerkopf nicht bloß Zufall? Wie kommen Sie denn darauf? Numismatik hat Zukunft. Und deshalb möchte ich darum bitten, dass ab sofort alle Anwesenden diese süße Sau lieben und als Familienmitglied akzeptieren. Tja, etwas Gutes hat Ihr Schweinchen, Max. Es muss so gut wie nie Gassi.